Hat nicht geleckt. Das heißt, ein Walkout wird es nicht, aber es wird ein Inform. Und es wird... Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind am Start mit der 13. Episode und auch heute gibt es mal wieder Foot Champions Belohnungen, die wir abholen werden und daraus ein Team bauen. Dieses Video kommt am Dienstag, also lasst euch nicht irritieren. Das ist natürlich von der Champions League, von Foot Champions, also der Weekend League vom vergangenen. Nicht vergangenen, sondern vom letzten, also vorletzten effektiv für euch Wochenende. Ist auch vollkommen egal. Ich war da nur auf Silber 2, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, oder Silber 1 sogar. Schauen wir mal nach hier einfach kurz. Silber 2 war es, einfach weil ich keine Zeit hatte und weil es auch nicht lief. Wir kriegen aber trotzdem ein seltenes Goldset, ein Megaset und 15.000 Münzen. Damit kann ich sehr gut leben. Und ich bin gespannt, was drin sein wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Videobeschreibung, wo ihr diese Woche gelandet seid. Info Champions. Und hier ist jetzt gerade eine Infocard. Und da könnt ihr gerne mal abstimmen. Wo glaubt ihr, werde ich diese Woche in Foot Champions in der Weekend League, für die ich mich übrigens im Qualifikationsturnier qualifiziert habe, landen. Da bin ich mal sehr interessiert dran. So, wir haben zwei Sets, das ist nicht so viel wie sonst, aber immerhin trotzdem ein 25 und ein 35k-Set. Wir haben das 25k-Set, ich erwarte mal wieder absolut gar nichts und ich werde wahrscheinlich bestätigt werden. Oh nee, es ist immer eine dicke Sternschnuppe, das ist doch schön, aber es ist nur Rui Patricio und das ist so wahrscheinlich die am wenigsten wertvolle 84 bewertete Karte. Trotzdem kann ich damit noch leben. Joao Zinho haben wir noch dabei und Kivrak. Naja, war nicht sonderlich gut, aber das 35k-Set kommt ja noch und das machen wir jetzt auch. Wir haben ein richtig geiles Team of the Week mit Alexis Sanchez und so weiter und so fort. Vielleicht können wir davon jetzt einen ziehen oder ein Walkout allgemein. Hat nicht geleckt, das heißt, ein Walkout wird es nicht, aber es wird ein Inform und es wird, das ist bezeichnend, Castillo. Oh, ein chilenischer Inform, ein chilenischer Stürmer und es wird Nicolas. Oh, Harry Kane noch dazu, das ist geil, das ist geil. Geiles Set, kann ich sehr gut mit leben. Dann bauen wir das Team um Castillo und Kane. Lichtsteiner noch dazu, Ganso. Aber es ist trotzdem bezeichnend, dass wir selbstverständlich... Guck mal, auch noch, ist nice. Und ein Goldset. Selbstverständlich ziehen wir nicht Alexis, sondern wir ziehen Castillo. Ich habe schon einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich Chile gesehen habe, weil ich dachte, ist Alexis eventuell doch kein Walkout. Ist er aber natürlich. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie bitter. Vor allem, weil Kane letzte Woche im Team of the Week war, muss man noch dazu sagen. Aber gut, vielleicht haben wir hier jetzt noch was drin. Skippen wir einfach mal. Ich glaube aber eher nicht. Nö, nur Knockout. Und Gibson. Und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz. Es ist wirklich so bitter, weil Alexis ist halt echt als Stürmer im Team of the Week. Die Wahrscheinlichkeit möchte ich bitte mal ausgerechnet haben. Also wahrscheinlich ist sie relativ hoch. Aber trotzdem bitter. Naja, so. Ich mache jetzt erstmal einen Cut, weil ich keine Zeit jetzt gerade mehr habe, sondern nur die Belohnung abholen wollte. Und das 7 Minute Squad wird dann irgendwann später gebaut. Bis dann. Tja, Freunde. Wer hätte gedacht, dass das Ganze so lange dauert? Also ich nicht. Wir sind wieder am Start. Heute ist der 21. Dezember. Und wir vollenden das 7 Minute Squad, das wir ja quasi noch nicht angefangen haben. Aber von dem wir ja zumindest die beiden Spieler schon gezogen haben. Castillo und Harry Kane, wenn ich mich recht erinnere. Den Inform von, oder beziehungsweise nicht von, sondern aus Chile. Und dazu den Stürmerstar von den Tottenham Hotspur. Da bin ich mal gespannt, was daraus jetzt werden wird. 7 Minuten haben wir wie immer Zeit. Danach gibt es ein Spielchen. Und ich muss dazu sagen, das ist das erste Video. Das erste Mal, dass ich wieder vor dieser Kamera sitze, vor diesem Mikrofon sitze. Seit halt eben 2 Wochen fast. Und deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn es noch ein bisschen ungewohnt ist. Ich muss da wirklich erstmal wieder reinkommen. Timer wird gestellt und wir legen los in 3, 2, jetzt muss ich nochmal hier umstellen, 3, 2, 1 und go. So, ich bin gespannt, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Normalerweise sollten Hybrids immer noch in meinem Blut verankert sein oder veranlagt sein oder irgendwie sowas, aber man kann es halt nie so genau wissen. Gucken wir erstmal, was gibt es Chilenisches in der BPL? Wir wissen natürlich alle, es gibt Alexis Sanchez, aber gibt es noch irgendwas? Es gibt noch Bravo und ich glaube, ansonsten sieht es da schon relativ schlecht aus und dementsprechend können wir die Ruhe eigentlich vergessen. Die andere Frage ist jetzt, was gibt es Englisches in der, wo spielt der Kollege eigentlich? Spielt er mittlerweile wieder in Chile oder spielt er noch bei Club Brügge? Der spielt mittlerweile wieder in Chile bei Universidad Católica. Dementsprechend müssen wir da einfach mal schauen, ob wir dann einen linken Mittelfeldspieler aus der chilenischen Liga finden oder nicht. Das ist die große Frage. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Ich erinnere mich an González. Ich weiß nicht, ob der da noch spielt, aber das werden wir spätestens rausfinden, wenn wir die Position nochmal eingestellt haben. So. Und da haben wir nicht so die tollste Auswahl, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Das sah letztes Jahr irgendwie noch besser aus. Weiß ich nicht, ob sich das dieses Jahr so extrem verschlechtert hat alles oder ob das... Ich habe keine Ahnung. So, linker Flügel Silber. Also 68er oder 69er Rating ist natürlich schon ziemlich, ziemlich belastend und ziemlich, ziemlich schwach. Wie sieht es denn auf der rechten Seite aus? Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Immerhin 71. Das wäre okay. Damit könnte ich leben. 72 sogar. Rodriguez. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall einfach mal von Colo-Colo. Und schauen wir mal im zentralen Mittelfeld. Ich will gucken, ob ich Vidal im Verein habe. Wenn ich Vidal im Verein habe, nehmen wir den natürlich. Wenn nicht, dann logischerweise nicht. Müssen wir die beiden vorne tauschen auf jeden Fall. So. Vidal. Habe ich nicht im Verein. Okay. Gut, dann suchen wir nach chilenischen zentralen Mittelfeldspieler. Gary Medel können wir natürlich nehmen, auch wenn der eher ja Sechser ist als Zentral, also nicht so der Spielmacher oder nicht so die Spielmacherqualitäten unbedingt besitzt. Aber das muss ja nicht zwingend schlecht sein, wenn wir auf der andere Seite einen nehmen, der das kann. Hernandez ist aber auch gar nicht so uninteressant eigentlich. Und hat Forster-Skills. Dann nehmen wir den einfach mal von Celta Vigo. Braucht man nur einen Innenverteidiger von Celta Vigo und da haben wir theoretisch einen wie Cabral. Die Sache ist halt nur, dass der nicht sonderlich schnell ist. Aber das sollte normalerweise ja kein zu großes Problem sein. Hoffe ich zumindest. Es gäbe auch noch Gomez, aber das ist... Nee. Da bleibe ich dann eher beim Argentinier. Dann packen wir auf rechte Seite noch Hugo Mallo. Genau. Und dann haben wir die Seite schon mal fertig. Auch wenn es viel Non-Rare ist, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt brauchen wir natürlich den Link für Harry Kane, besser gesagt. Und da ist auch wieder die große Frage, wie wir das machen. Zentrales Mittelfeld, dann nehmen wir jetzt entweder... Das weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ja, doch, ich weiß es. Wir nehmen einen zentralen Mittelfeldspieler von Tottenham. Dembélé wäre natürlich eine Option, aber der ist momentan so unglaublich teuer, aufgrund dessen, dass der ja die Squad-Building-Challenge hatte. Dele Alli ist leider Gottes der Perfect links, sonst hätte ich den ganz gerne genommen. Sechser, wie sieht's da aus? Eric Dier, ist auch der Perfect Link leider. Und mit England ist das sowieso alles nicht so. Mit Belgien ginge es, aber Dembélé ist natürlich momentan aufgrund dieser SBC, glaube ich zumindest, recht teuer. Also der ist allgemein recht teuer, aber komm. Was soll der Geiz? Macht sowieso alles nichts mehr. Holen wir den dazu und stellen den in unser zentrales Mittelfeld. So, 20.000 müsste der ungefähr kosten, ja, ein bisschen weniger, deutlich weniger anscheinend. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Mittelfeldspieler, der auch ein bisschen defensive Qualitäten hat, auch wenn er nur 73 Defending hat, das ist immerhin schon mal deutlich mehr als der Kollege Hernandez daneben. Forster Skills hat er auch, während unsere beiden Stürmer das ja eben nicht von sich behaupten können. Und unser linker Mittelfeldspieler weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, kommt drauf an, wen ich da hinstelle logischerweise. Ich hätte ganz gerne einen frischen, also einen mit, genau, 99 Fitness und 7 Verträgen, der natürlich abläuft, weil alle darauf geiern. Kriegen wir den vielleicht? Ne, der ist zu günstig dafür. Richtig. Dann bitte wenigstens 99 Fitness. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, 43 Verträge, nicht auf die Kandidatenliste, sondern kaufen. Ja, okay, alles klar. Versuchen wir es nochmal. Und dann nehmen wir hier einen von der... Ja, komm. Was? Alter, das kann doch nicht wahr sein hier. Ich werde gefoppt bis zum Gehen nicht mehr. Nochmal. Ja, den kriegen wir. Sogar einen Vertrag mehr, von daher passt das. Kein Chemistry-Style, das ist egal. Jetzt brauchen wir einen linken Mittelfeldspieler. Und zwar aus der Premier League. Und zwar... Ja, das ist natürlich problematisch. Da brauchen wir einfach irgendeinen erstmal. Nee, wir brauchen erstmal einen belgischen Innenverteidiger. Bevor wir hier irgendwas weitermachen, brauchen wir einen belgischen Innenverteidiger. Und zwar logischerweise nicht aus der Premier League, weil sonst wäre Dembélé overlinked. Belgien sollte man auch schon einstellen, sonst wird das schwierig. So. Vermaelen ist der einzige, der mir spontan im Kopf ist. Natürlich gibt es noch Lamberts, aber der ist nicht so stark. Simon ging auch noch, aber der hat leider Gottes keinen guten Link zum Torwart. Den wir brauchen einen Strong Link, damit wir hier auch voller Chemie kommen. Dementsprechend nehmen wir Vermaelen und dann nehmen wir ins Tor... Wojciech Szczęsny. Das bin ich als Innenverteidiger, sondern als Keeper. So, dann brauchen wir jetzt einen linken Mittelfeldspieler aus der Premier League, der einen Strong Link hat zu einem Linksverteidiger.
aus der Serie A. Deswegen gucken wir erstmal nach, was es in der Serie A für Linksverteidiger gibt. Evra wäre beispielsweise eine Möglichkeit, aber es gibt keinen vernünftigen französischen Linksmittelfeldspieler außer Nkudu. Und der spielt dummerweise bei den Spurs. Alexandro, gibt es einen Brasilianer? Nein, gibt es auf der anderen Seite. Argentinien, gibt es einen Argentinier? Gucken wir gleich mal nach. Ansonsten wird es hier anscheinend schon wieder schwierig. Kroatien, Rumänien, also Brasilien, Frankreich ginge, Portugal ginge, okay. Merken wir uns die mal und gucken mal nach in der Premier League, ob wir da was Vernünftiges finden können. Mir ist gerade spontan keiner im Kopf, aber das muss nichts heißen. Das ist schon mal nicht gut, aber vielleicht, nee, auch nicht, okay. Das heißt, versuchen wir es weiter mit der nächsten Nation, versuchen wir es weiter mit Frankreich. Da gibt es ja wie gesagt einen Kulu. Ach, Martial gibt es auch noch. Okay, dann nehmen wir Martial noch dazu. Perfekt. Und dann nehmen wir als Linksverteidiger Evra. Und dann sind wir fertig mit 4 Ligen und Y-Nationen. Gucken wir uns gleich an. Sekunde. So, 4 Ligen, 7 Nationen. Das sieht doch sehr, sehr schön aus auf jeden Fall. Kann ich definitiv mit leben. Nur einen Silberspieler, ein paar Non-Rares drin. Ein bisschen langsame und schlechte Innenverteidigung. Aber ansonsten definitiv in Ordnung. Die ganzen Mittelfeldspieler haben Forster-Skills. Die Stürmer können abschließen. Und wir suchen Gegner. So, da haben wir unseren Gegner gefunden und er hat ein Serie A-Team mit Donnarumma, Inform, Basali, Costas, Manolas, Amero, Florenzi, Quadvo, Asamoah, Berardi, Hamsik, Mertens, der momentan in Topform ist, Bakka und Eda. Ist nicht schlecht, ist ziemlich stark eigentlich. Müssen wir mal schauen, wir spielen in Liga 4, letztes Spiel um Aufstieg. So, direkt mal im Freistoß aus ganz aus die Dreierposition. Castillo hat den rausgeworfen. Hat er so einen langen Anlauf, als ob der Freistöße könnte. 67. Wir haben aber keinen, der Freistöße kann. Das ist natürlich ideal, deswegen schießt er den tatsächlich. Mal sehen, was er daraus machen wird. Mal sehen, ob er ansatzweise aufs Tor bringt. Jawohl, das sah gar nicht schlecht aus. Leider Gottes abgefälscht. Aber es wäre die erste gute Gelegenheit gewesen. So, die Ecke schlägt er auch gleich mal. Warum auch nicht? Und da steht Vermaelen, kommt nicht ran. Abgewehrt. Oh, und das sieht nicht gut aus. Können wir das verhindern? Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist... Oh Gott, war das scheiße verteidigt. Da sieht man, wie lange ich kein FIFA mehr gespielt habe. Carlos Bakka auf dem Weg zum Tor. 1-0. Geiler Start in dieses Spiel. Ich habe einfach schon so lange kein Ultimate-Team mehr richtig gespielt. Ball in Rückraum, da steht Rodriguez. Der ist anscheinend Rechtsfuß und kein Linksfuß. Das ist schon mal gut zu wissen, aber war in der Situation jetzt nicht so schön. Ja, schönes Tackling von Evra. Wenn ich in den letzten Tagen gespielt habe, war meistens Karrieremodus. Und da jetzt auch nicht mit dem besten Team der Welt, mit Bilbao. Von daher, alles ein bisschen neu hier quasi, wie ein neues Spiel. Jetzt der Ball auf Castillo, der unglaublich langsam ist und unglaublich unbeweglich. An dem war 96 einmal interessiert. Setzt sich hier aber durch und macht das 1-1. Glückliches Tor auf jeden Fall, abgefälscht noch, aber das soll mir egal sein. Da sind wir wieder. 10 Minuten hat es gedauert, weiter so. Genialer Pass von Harry Kane, aber vielleicht können wir aus dem Angriff trotzdem noch irgendwie was machen. Das wäre natürlich jetzt genial. Dembélé, hätte er den Finesse mal mit links aufs Tor gebracht, dann wäre das eventuell noch interessant geworden. Finesse-Shots sind dieses Jahr gerade mit Linksfüßen in meinen Augen sehr, sehr stark. So, Hernandez, zweiter Pfosten, Harry Kane. Die Flanke kommt richtig beschissen. Naja. Tempovorteil hat er und das nutzt er eiskalt aus und macht das zweite Tor genau auf die gleiche Art und Weise. Sehr ekelhaft. Naja. Castillo wieder freigespielt im 16er, ist langsam, sehr langsam. Und da kommt Manolas dazwischen, der natürlich deutlich schneller ist und trennt ihn da vom Ball. Ecken kann ich übrigens immer noch nicht und die kommt auch richtig scheiße. Aber wir haben ja auch keinen Standardschützen im Team, nicht einen einzigen, der es ansatzweise kann. Oh, was war das denn von Malo? Nächster Konter, kriegen wir das nächste Gegentor, das wäre natürlich jetzt ideal. Ne, das war schlecht gespielt und Evra ist da. Kane, da haben wir einen Ausgleichstreffer. Finessi auch mit einem Rechtsfuß anscheinend. 16er Kante und dann sehr schön eingenetzt. Da kommt, wer steht da nochmal im Tor? Ach, Donnarumma, genau. Nicht mehr hin und das muss schon was heißen, weil der ist riesig. Sehr schön. Oh, Castillo setzt sich irgendwie durch gegen Manolas. Hat ein bisschen Vorsprung. Reicht das aus? Reicht das aus? Reicht das aus? Jawohl, es reicht aus. Erstmals Führung für uns in der Partie durch unsere Nummer 8, durch unseren Kapitän, durch unseren Inform, den wir gezogen haben, durch Nicolas Castillo. Doppelpack. Sehr schön, 52 Minuten durch, gut gespielt und jetzt sind wir endlich mal in Führung. Oh Mann, Alter, also die Defensive ist einfach halt so hart langsam, ne? Und Mertens ist ziemlich, ziemlich schnell. Ärgerlich. Oh Gott, den muss er machen, das ist eine 100%ige. Harry Kane gegen Donnarumma, normalerweise ist das, ich meine, es ist Kane, das ist normalerweise eine sichere Nummer, aber in dem Fall jetzt leider nicht. Schade. Ich bin halt einfach auch so schlecht momentan, ne? Ich
Pfosten so raus, vor allem aus dem Verteidigen. Das ist echt traurig, was ich hier zulasse. Martial, von dem haben wir noch gar nichts gesehen. Ich habe ganz vergessen, dass der auch spielt. Ah, okay. Dembélé. So, 4-4. Das ist doch einfach nur bescheuert hier. Ich steig nicht mehr durch. Alter, komm. Ey, das ist unglaublich. Mein Glück nach Ecken. Jetzt leckt es hier auch noch so. Super. Geile Geschichte. Oh, ey. Das ist halt einfach wieder so typisch für mein Spiel, ne? Wahrscheinlich kriege ich durch die Lex jetzt hier noch einen schönen Gegentor. Na? Na, oder ich kriege einen Sieg. Oder das Spiel wird nicht gewertet. Oder ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, wir bekommen natürlich nichts. Weder den Punkt, noch den Sieg, noch irgendwas. Das heißt, ich habe immer noch die Chance aufzusteigen. Im nächsten Spiel, vielleicht in der nächsten Episode. Das war es jetzt mal von dieser. Ich weiß noch nicht, wann das Video kommt. Ich hoffe pünktlich. Es ist jetzt 17 Uhr. Müssen wir schauen, wie es klappt. Aber ihr werdet es auf jeden Fall heute am Dienstag noch zu Gesicht bekommen. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Na und ciao.